Hallo und herzlich willkommen am Donnerstagmorgen und zu dieser neuen Folge. Heute Morgen lade ich Teleskopbühne. Die fahre ich raus nach Hauenstein. Ich habe schon mal gesagt, da reise ich meine Kirche ab. Hat mich vor 2-3 Wochen hat mich ein Zuschauer gefragt, wenn wir in Hauenstein anfangen, an der Kirche, da wusste ich noch gar nichts davon. Und jetzt ist es soweit. Also, fahr noch keinen Bagger raus. Unsere Entkerner sind schon ein paar Tage dort. Da fahre ich jetzt die Hebebühne hin. Ich gehe mal davon aus, es wird noch Woche, anderthalb Woche dauern, bis dann der Bagger hingeht. Ich weiß nicht, welcher Bagger hingeht. Kirche meistens recht hoch. Meistens, jedenfalls, ich denke schon, da wird ein größerer Bagger rauskommen. KMC denke ich schon. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Jetzt lade ich hier erstmal, wie gesagt, die Hebebühne. Lade ich hier drin. Ich ziehe noch ein Stück vor, dann hänge ich ab und dann die Hebebühne steht hier am Ende der Halle. Gut, ja, dann fahren wir mal da raus. Voll die Bremse zu. Ach nee. Oh, das hier ist die B10. Fahre ich jetzt ein Stück Richtung Landau rüber und dann mittendrin quasi an der Schuhmeile.
Rest ab. Normal, oder? Ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. Alle scheren so vorne dran ein. Meter vor dir. Vorne endet gleich der Ausbau. Kilometer oder so. Nicht immer. Dann dauert es auch nicht mehr lange, dann sind wir auch schon da.
ist. Wahrscheinlich steht hier ein Blitzer. Zittern, Kollege. Fahrgast hast, der hinten sitzt, der muss doch in der Mitte sitzen, oder? So, noch zwei, drei Kurven und dann bin ich quasi da. Sorry. Kommt man da gut ran zum Reifen wechseln? Ich glaube es eher nicht, ne? Deutsche Schuhmuseum Hauenstein, da sind wir doch schon. Da ist auch, wie gesagt, eine Schuhmeile. Da kriegst du Schuhe ohne Ende. Manchmal günstig, manchmal weniger günstig. Kommen auch relativ, ja, was heißt häufig? So, ich denke so zweimal im Jahr, wenn dann ein verkaufsoffener Sonntag ist oder so, oder an einem Feiertag, da haben die Geschäfte meistens offen. Ab 13 Uhr mittags und dann gehen wir hier auch mal her. Da wirklich alle Marken. Wie gesagt, manchmal günstig, manchmal weniger günstig. Richtig.
hier vorne ist schon gleich alles rechts und links, alles Schuhmeile. Anlieger frei, 10 Meter, okay. Geht dann noch hier rechts hoch. So, muss kurz den Navi anschmeißen, ob ich hier schon, muss ich hier schon die erste rein? Da sind wir schon zu Hause. Oh, da steht ja der Kollege. KMC mindestens. Was für ein Spaß. Alle die laden hier. Tonnenbagger, okay. Ja. Eigentlich könnte ich ja da neben rinfahren, ne? Alter Schwede. Eigentlich wollte ich hier vorne an der letzten Kreuzung, habe ich jetzt nicht gezeigt, oder beziehungsweise habe ich keine Aufnahmen. Wollte ich rechts abbiegen, Waldfischbach, Burg Alpen Rhein. Aber da standen jetzt so viele Baustellenschilder, Umleitungsschilder und. Jetzt fahre ich halt die nächste Ausfahrt raus. War ich mir jetzt nicht sicher. Weil ich mich halt auch hier nicht zu 100% auskenne, kann ich da durchfahren oder kann ich da nicht durchfahren? Egal, fahren wir halt die nächste Ausfahrt raus. Auf dem Schild da vorne, ich weiß, dass nach unserer Baustelle dort raus kann man wohl noch fahren, aber dann ist die Straße Richtung Heldersberg ist gesperrt irgendwie, oder die Ortsdurchfahrt Heldersberg, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja, standen da vorne halt jede Menge Schilder, dass ich da nicht hinfahren kann und da nicht hinfahren, und war mir zu unsicher. Wie gesagt, fahre ich halt eine weiter, fahre dann hier jetzt raus.
Aber das ist halt Deutschland, ist halt so bei uns. So, also von hier wäre ich dann hochgekommen, aber hier fährt alles, ne? Mal ein bisschen mitlenken da hin rum. Oder ich meine, ich wäre hier raus gekommen. Keine Ahnung. Oder wäre ich hier raus? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Alles gut. Wie gesagt, ich kenne mich hier nicht so aus. Au. Da oben steht der 946. Ehemalige Netto-Markt. Ich gehe davon aus, der wird auch schon liegen. Ist ja alles diese Leichtbauweise da. Mit Gasbeton. Sorry. Nur die Bodenplatte und die Pfeiler sind quasi massiv. Reinfahren, ob wir hier reinfahren. Ja, scheint so, ne? Das Tor ist offen. Ja. Da vorne steht ein Hänger. Bleibe ich auch mal hier vorne stehen. Die sind ja schon am Bauen. Schon am Bauen, ja, komm, da fahr. Vorne steht der Bagger, der Mini-Bagger. Gucken, ob ich hätte, aber gedreht kriege ich ja auch nicht mehr, ne? Aber ich kann da hinten drehen, wo wir die Baustelle hatten. Das kann ich machen. Ja, das mache ich auch. Und hier den Minibagger nehme ich mit. Da liegt wieder alles kreuz und quer irgendwo, ne? So, hier geht es gleich rechts hoch. Da oben hatten wir unsere Baustelle. Hier vorne an der Einfahrt werde ich jetzt drehen. Ich hoffe, dass hier keiner kommt. Läuft jemand? Aua. Von oben her ist eigentlich gesperrt. Müsste passen. Da oben schon was drauf an Häuser, ja, scheint so.
Freund so. Gucken, wo der kleine Hammer ist. Da hat Hammer und weiß nicht was noch dabei. Kleine Planänderung, mal wieder. Also ich nehme den Bagger nicht mit, den Mini-Bagger, sondern ich fahre jetzt hier, da ich schon mal hier bin, muss eh einer fahren von uns. Und dann nehme ich den Stahlträger mit hier. Der ist ungefähr 10 Meter lang. Den schmeiße ich jetzt drauf. Mal gucken, ob er passt. Dick lange Ding. Ich hoffe, man konnte was sehen. War ich wieder ein Stück zurück, mache noch drei Kette drum und jo. Dann fahren wir den nach Hause. Ach nee, nur den Finger gepetzt eben. Wenn du überall die Finger drin hast. Ah. Mach ich nur die Einfahrt bzw. Ausfahrt noch frei und dann. Der wird blau. Windträger Action. Ach, ich wieder aufpasse. Rennträger-Action hier, Achtung! So lange geschrubbt, bis die Dinger am Renntag im Arsch sind. Wieder so lange geschrubbt. Ach so, fahr ich rückwärts her. Fahr ich rückwärts her. Oh, wobei, wird auch so gehen. Lege ich hier dazu, den einen Träger. Und dann durch das Ding hier runter. So, ich habe wieder die Kamera vergessen hinzustellen. Ich habe es im Sack und hol den Bagger und fange das Ding an abzuladen. Hier der weiße oder hellere Träger. Wieder was Saubeutel. Passiert mir öfter. Wenn ich schon mal so im Arbeitsdrang, im Arbeitswahn drin bin, dann ja.
Also rüber in den Hof, lade den kleinen Radlader. Also ich bin im Heuberg drin. Laden hat mal wieder länger gedauert. Ich habe den ersten Radlader genommen. Der stand vorne, da standen zwei Stück hintereinander. Am ersten war die Schaufel dran, am zweiten war eine Gabel dran. Auf der Gabel lag eine Schaufel. Gut, die hat sich vielleicht einer gerichtet. Ich nehme den vorne dran. Mach den an. Fahr vor, dass ich halt ein bisschen mehr Platz gehabt hätte für zum Rausfahren. Halt dann hier an meinem Stick, schalte ich dann quasi in den Rückwärtsgang. Piep. Nichts geht mehr. Gut, okay, vielleicht stand der ein bisschen lang. Nochmal dasselbe Spiel. Ja, angemacht. Rückwärtsgang rein. Dann habe ich mich rausgequält quasi und gedacht, er läuft jetzt. Ja, den Vorwärtsgang rein gemacht und selbe Spiel wieder. Piep. Nichts geht mehr. Was? Block Party Parking, okay. Block Party Parking. Aua. Ja. Dann habe ich den dann immer Stück für Stück in die Werkstatt reingeschafft. Hab dann doch den, der eigentlich vorne stand, genommen. Also der als erstes stand. Den genommen und halt den jetzt geladen, Schaufel dran gemacht und den hier auch. Wie gesagt, hat ein bisschen länger gedauert. Alle, hier ist alles zugeparkt. Welcome to our home. Thank you. Echt alles zugeparkt, da muss ich ja doch reinfahren. Ich habe keinen Drang danach. Ich wollte draußen stehen bleiben. Hier ist auch alles zugeparkt. Eigentlich wollte ich hier wieder reinfahren und wollte da abladen und das Ding per Achse hier rein schaukeln. Fahre ich halt rein. Was soll der Geiz? Mal gucken, ob ich drehen kann. Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Irgendwie spielt die Kamera wieder verrückt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt halt aufnimmt. Ach, Katastrophe. Ich habe auf jeden Fall leer. Ich fahre jetzt hier runter oder quasi fahre jetzt rüber zu uns auf den Lagerplatz. Sembach. Lade dort eine R936 mit dem Löffel und den fahre ich dann noch runter nach Ruckenhausen. Auf unseren RC-Platz. Ja, cool.
geparkt, dass ja keiner mehr vorbeikommt, oder wie? Check ich nicht. Egal. Jetzt, keine Ahnung, wo die Raube steht. Einfach mal dahin, weil ich mir denke könnte, dass sie hier vorne irgendwo steht bei uns. Sorry. Hab Sauerstoffmangel. Ist, wie gesagt, steht sie hier vorne gleich oder steht sie hinter bei uns auf dem Lagerplatz? Hier vorne steht nichts. Oder sehe ich sie nicht? Nein, hier vorne steht nichts. Denke dahin, wo die liegen, könnte sie stehen. Mal, da ist schon die Fassade dran. Vorne ist schon die Glasfassade dran. Aber hier steht die Walze. So, ich bin wieder spät dran, ne? Werde ich später auch noch mal filmen. Die Glasfassade ist da schon dran. War echt lange nicht mehr hier. War echt lange nicht mehr hier. So, wenn die Wald war, da steht sie. Da steht sie. Komme ich da rein? Darf ich da fahren? Das ist wieder alles. Oder Wald und so, die müssen das Zeug, das muss ja auch hier raus. Alle, hört mal auf zu wischeln, ey. Dann auch wieder mittendrin muss dann noch einen schnellen Gang runtergeschaltet werden. Das ist manchmal echt zum Verzweifeln. So, ich bin ohne von der Gasse, oder? Aber das gefällt mir nicht, wie ich hier stehe. Das hier gibt, glaube ich, noch ein Parkhaus. Das hier gibt eins und da vorne, das glaube ich, gibt eins. So bleibe ich stehen. Glasfassade noch mal sehen. Kann man auch erkennen, das Gebäude wird ja so gebaut wie eine im Wind wehende Fahne. Ich weiß nicht, ob das hier alles ist oder ob es dann noch, ob es dann da hinten dran, ob es da noch weitergeht. Ich denke fast nicht. Aber
weil das wäre dann ein richtig großer Bogen irgendwie. Wahnsinn. Man mit Beton und Stahl alles zusammenzimmern kann heute, ne? Ich gehe laden. Ich die Regenjacke anziehen, ich habe keine Lust drauf. Vor 10, warum vergeht denn der Tag heute nicht? Warum vergeht denn die Zeit heute nicht? Alter, noch so lange arbeiten heute.
Uiuiuiui. Oben in Pirmasens. Bin ich echt mal gespannt, wie es da aussieht. Wenn beide Maschinisten schon mehrere Wochen nicht mehr da waren, frag mich einfach, warum haben wir den Kram dann nicht schon früher geholt? Ja, jetzt regnet es heute wieder. Und dann wirst du, also ich kann mir schon denken, dass das da spaßig wird. Raubenfahrer hat gesagt, ich soll schnell fahren, sonst rutsche ich weg. Sorry. Fängt es auch gleich wieder an zu regnen, also es wäre nicht wirklich optimal, wenn es jetzt wieder regnen würde. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich hoffe, da kommt keiner. Super. Genau wie der vorne dran zugeparkt, ne? Alter, wo stehen die Maschine? Ah, leck mich doch am Zügel. Alter, wie soll ich denn da? Alter, das ist doch nicht in der Ernst, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Eine Kante der oberen, also die Oper wäre die einzige Möglichkeit, ne? Sieht noch recht trocken aus. Weiß nicht, was der Bagger hier gemacht hat. Keine Ahnung. Ich hab richtig Bock, die Scheiße jetzt hier zu machen. Raube ist nicht zusammengebaut. Machen wir das auch noch. Fangen wir mal an. Geh mal raus.
Gott. Mein Kreuz, ich kann es euch sagen. Wieder eine Stunde 40. Ist 10 nach 4. Gut, ich hatte noch ein, zwei Zuschauer quasi, die auch ein paar Fragen hatten. Laden soll, ne? Aber ich bin morgen bin ich nicht da. Also muss ich heute quasi noch leer machen. So, also, Attacke. Gang ist drin, Beflaggung haben wir an. Fernbedienung am Start, Attacke. Kann die Pumpe auch anmachen, ne? Dann klappt es auch mit dem Lenken. Jawohl, ja. Wenn ich hier hochfahre, wo ich hier rauskäme. Ich drehe hier wieder. Eben geht er aus. Jawohl, ja, danke. Sorry. Kommt gerade ein Fahrzeug von links. Danke. Danke, komm nur. Gezeigt. Gerade Scheiben will ich jetzt auch hier. Egal. Ja, völlig egal. So. Also. Vorher. Das ist aber lieb. Danke. So, ich wollte auch noch tanken gehen. Wenn ich jetzt noch tanken muss, AdBlues. Also beides tanken. Diesel und AdBlue. Das dann auch noch machen. Kamera habe ich hin, ja gut. Und hier geht es irgendwann weiter. Aber dann fahren wir angeblich einen Gummikettenbagger her. Gar nicht, wo der gerade steht. Dann den Mannheim, den habe ich in Mannheim geladen und nach. Habe ich den hingefahren? Ah, der steht in Worms draus, genau. In Worms steht der richtig.
18 Uhr vorbei. Ich habe abgeladen. Hoffe ich nur, dass ich vor meine Tieflader in die Halle passe. Also sonst lasse ich das Auto draußen stehen. Mir relativ egal. Mal gucken. Tieflader kann ich nicht abstellen. Kann ich dann am Montagmorgen machen. Weiß ich nicht, vielleicht reicht es auch, vielleicht käme ich vorbei. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe keinen Drang mehr. Ich habe keinen Drang mehr danach. Ich käme sogar rein. Ne? Na, mal gucken, ob ich hier vorne dran passt, dann mache ich das am Montag. Wenn ich nicht vorne dran passt, dann sattel ich halt jetzt nochmal. Einlenke hin. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ne? Sieht nicht so aus. Gucken, wenn ich ein bisschen mehr einlenke, ob es dann geht. Könnte passen. Steht es halt hier drin wie. Ne? Und das Tor geht zu, ist gut. Kommt halt keiner mehr durch. Egal. Ist alles voll mit Tieflader. Was habe ich hier rein? Aber hier steht der Kollege normalerweise. Ne? Könnte natürlich dem sagen, dass er sich in mein Tor stellen soll. Der Platz hier, guck mal. Oh, da bleib ich so stehen. Ich glaube, ich bleib so stehen. Oder soll ich mich da reinquälen? Ich weiß nicht, ob das dem Kollegen reicht dann. Taube sind auch schon wieder da. Ich lasse so stehen. Mir egal. Sorry, das Klingeln ist, weil das Licht an ist. Ich habe keine Lust mehr heute.
Schluss mit dieser Folge. Sorry. Siehst aus wie Sau. Dreckig bist du auch noch. Geht's ins Wochenende. Ich mach nichts mehr. Ich mach noch mein Büro. Dann ist Rambo. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Ciao.